Das wäre so, als wenn ein Gelsenkirchener sagen würde, ich dachte, Freising gehört zu München. Aber dann, du. Hä? Aber dann. Aber dann, eben. Wer spielte den Jockey in Rivalen der Rennbahn? Oh. Ja. Momo Rados Bockel. Das war nicht der Jockey. Rados Bockel war, das war die junge Dame. Der die Jockey. Ist geritten, oder? Ja, da, ja, aber das ist, wir suchen den Jockey. Thomas Fritsch. Ja. Du bist gut. Prost, Diskussion. Wer spielte denn die schöne Reiche in Rivalen der Rennbahn? Diese Dunkelhaarige, das Ekel. Ihr macht's mir nicht leicht. Maja Maranoff. Die nette Blonde vielleicht. Die Wisper. Die Wisper. Nee, das ist nur der Speidel gewesen. Also mir erzählst du nichts über Rivalen der Rennbahn. Das ist ja. Welchen Beinamen hatte Gelsenkirchen früher? Er hat nichts mehr. Das kommen dann die Leichen. Stadt der 1000 Feuer. Zu welchem Regierungsbezirk gehört denn Gelsenkirchen? Nordrhein-Westfalen. Nein, Regierungsbezirk. Bundesland ist richtig, aber Regierungsbezirk ist Münster. Ihr macht's mir nicht leicht. Müssen wir jetzt würfeln. Nämlich jetzt, es sind ja doch, ich kann ja, zum, ich, mir fallen immer Fußballfragen, aber die müssen ja, weil ich habe keine Stechfragen mehr. Nennt mir einen anderen Fußballverein, Bundesligaverein, erste Liga aus dem Ruhrgebiet. Ruhrgebiet. Bochum. Bochum zum Beispiel, Wattenscheid, Dortmund, Alexander. Das war eine harte Runde. Adi, wir sehen dich morgen wieder. Du hast Geld in dieser Woche schon verdient, hast am Samstag die Möglichkeit, 5000 Mark zu verdienen und jetzt zuzuschauen, was Annemarie, Paula Wutzel und Alexander so treiben. Das war eine lange erste Runde. Wir müssen uns sputen in der zweiten Runde mit drei Kandidaten und mit einem Land. Und ich sage dazu, dieses Land ist ein Land nur im weitesten Sinne. Also nicht im ganz klassischen Sinne wie Deutschland oder Belgien. Das sage ich gleich dazu. Erste, der war übrigens umsonst, dieser Hinweis. Hier pumpt Derek Öl. Hier liegt auch der tiefste Punkt der Vereinigten Staaten. Der Beiname, ratet ruhig drauf los, eine falsche Antwort ist überhaupt nicht schlimm. Der Beiname dieses US-Bundesstaates lautet Goldstaat. Das ist in Alaska, der... Ich weiß nicht. Es ist auch nicht in Alaska. Disneyland ist seine meistbesuchte Attraktion. Florida. Auch nicht. Mit Los Angeles liegt hier eine der größten Städte der Welt. Kalifornien. Es ist Kalifornien, ganz genau so ist es. Das waren noch einmal 40 Punkte für den Alexander in Kalifornien. Bleiben wir, ein neuer Begriff, 100 Punkte. Vielleicht ja am Ende für unseren Tagessieger 300 Mark wert. Diese 100 Punkte, die jetzt wieder zu holen sind. Vor allem in den USA wetzen Sie die Messer. Wer? Hans-Dieter Hüsch nannte sie ironisch die großen, glatten Götter der Faltenlosigkeit. Indiana. Was da? Das ist schön, ich denke daran, was wir suchen. Und deshalb, ich habe nicht über dich gelacht, Paula. Ich würde nie über Kandidaten.